Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 228. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Scheiße. Wir sind dabei, unsere Felder hier zu erweitern. Wir haben jetzt schon das Karottenfeld soweit fast fertig. Hier fehlt noch so eine kleine Ecke, wie ihr seht. Und das Weizenfeld ist auch schon gut dabei. Das ist hier oben das. Tada. Wir müssen halt jetzt warten. Das ist ein bisschen blöd. Weil wir haben keine Samen mehr und so weiter. Um weiter zu sehen. Deswegen werden wir jetzt hier mal gucken, was schon geerntet werden kann. Werden wir ernten, damit wir zumindest ein bisschen weitermachen können. Ich bin mir halt auch nie sicher, was wirklich... Das war zum Beispiel noch nicht sicher. Hier, die beiden sind gut. Ne, war doch nur eins gut. Das ist gut. Wir machen das auch, wie gesagt, nicht für Nahrung. Wir haben genug Nahrung. Wir haben die Kühe, wir haben immer noch tausende Stacks Brot. Also wir machen das wirklich nur, weil das geil aussieht. Und weil das die Welt verschönert und verbessert, sage ich jetzt mal. Wir sind die Weltverbesserer. Und die DKB ist der Geldverbesserer. Also wenn ihr mich sponsern wollt, ich bin ja bereit. So, war hier vorne noch irgendwo. Machen wir mal noch hier ein. Hallo. Okay, gut. Wir gehen mal im Pennen und dann würde ich sagen, fangen wir mit den Kartoffeln an. Das wird dann der nächste Schritt. Ich trinke mal eben was, ihr kennt es. Immer bei Nacht. Die Nacht macht mich durstig. Und guckt euch das mal an. Allein wenn ich jetzt hier aus dem Feld gucke, das sieht jetzt schon so viel geiler aus. Allein die Kartoffeln... Mein Gott, Karotten sehen so cool aus. Und wenn das noch alles voller Weizen dann irgendwann ist, mega. Machen wir jetzt hier... Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wo wir die Kartoffeln am besten hinmachen. Oh, wir haben noch Karotten. Warte mal. Machen wir das Weizen hier weg. We don't need that. Hier sind auf jeden Fall schon mal Potato. Hier sind noch mehr Karotten. Auch gut. Okay, wir fliegen nochmal, oder wir laufen mal eben. Ich will nicht so viele von den Raketen verschwenden. Weil wir kein Gunpowder haben und nicht hinterherkommen. Geil wäre natürlich, wenn ich die AFK-Plattform irgendwie unterirdisch gebaut hätte oder hier in der Nähe. Dass sie halt die ganze Zeit gerendert wird, während ich hier halt irgendwas mache. Nicht gerendert, wie heißt das? Wie heißt das? Dass die halt da trotzdem spawnen. Während wir halt hier beschäftigt sind. Und das tun die halt so im Moment nicht. Das ist halt ziemlich blöd. Offensichtlicherweise. Okay, für den Rückweg nehme ich jetzt trotzdem mal die Dinger. Weil, schon nervig. Wir müssen halt irgendwann auch nochmal gucken im Strandhaus. Ob da dann noch, Wie heißen sie? Ob da noch Sachen sind, die wir vielleicht anbauen können? Würde ich nicht ausschließen. So. Moin Meisters. Machen wir hier mal ganz schnell die Karotten hin. Zack, wir haben noch mehr. Okay. Und dann gehen wir... Machen wir mal kurz den hier. Den hier. Machen die hier noch hin, das sieht schöner aus. So, gehen wir mal hier an der Seite weiter. Wir sind ja noch nicht fertig mit den Karotten, wir hatten halt nur keine mehr. Deswegen konnte ich nicht weitermachen, deswegen habe ich schon mal die Kartoffeln geholt. Sagen wir mal, hier müsste eh mal wieder Wasser hin. Machen wir hier einfach ein Loch rein. Ja, so natürlich nicht. Das war jetzt noch eine Rakete verschwendet, perfekt. So. Machen wir hier wieder Wasser rein, genau. Dann kann hier schon mal drumrum ein bisschen von dem Acker gebaut werden. Der bleibt ja dann, wenn das Wasser in der Nähe ist. Und jetzt können wir hier die Seite machen. Dann werden wir hier nochmal Wasser reinmachen. Holen wir nochmal Wasser. Zack. Scheiße,
scheiß mal auf das Weizen. Ist mir herzlich egal. Hier kommt wieder Wasser rein. Und dann bauen wir hier drum rum. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und jetzt kommen die Kartoffeln. Karotten. Mein Gott, wieso verwechsel ich das denn andauernd? Ich bin doch nicht dumm. Ich weiß nicht den Unterschied zwischen Karotten und Kartoffeln. Ich nenne das jetzt einfach Möhren. Gibt es einen Unterschied zwischen Kartoffeln und... Meine Fresse. Karotten und Möhren? Das kommt ins Best-of. Sage ich euch jetzt schon. Werdet ihr schon sehen. Gibt es da einen Unterschied? Ich weiß das nicht. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Weil ich esse das nicht, das Zeug. Das ist ekelhaft. Also Karotten und Möhren. Kartoffeln finde ich sogar lecker. Also kommt drauf an, was man draus macht. So, bam bam. Ja, yeah, da ist doch der Good Kush. Noch irgendwas? Scheiß drauf. Hier ist noch eins. Ich kann das nicht so gut erkennen mit dem Texture Pack irgendwie. So, machen wir hier die Seite wieder voll. Bam. Hier wieder Wasser rein. Das Gute ist, wir können halt mit dem Wasser schon mal so gut wie vorbereiten. Und dann müssen wir später nur noch die Samen da rein tun. So. Und hier die Insel, Insel wahrscheinlich. Hier das Level werden wir ja eh komplett mit Weizen machen. Das heißt, das wird, das können wir halt eh schon mal machen. Was ist zu denn hier, Junge? Willst du ein paar Samen oder was? Ich geb dir gleich. So dumm. Spaß. So. Müssen wir halt ab und zu trotzdem noch die Wasserlöcher machen. Da das hier halt nicht austrocknet, weil sonst bringt das alles nichts. Jetzt hier die Folgen, da merkt man so richtig, dass ich vom Land komme. Weil ein Stadtkind wird doch... Ja, ein Stadtkind würde es anders machen, weil ein Stadtkind sich denkt, ich hätte das vielleicht gerne, weil es das halt nicht kennt. So. Ich habe auch irgendwann mal eine Befragung, wo Stadtkinder echt gedacht haben, dass Kühe lila sind, weil die nur die Milka-Kuh kennen. Also das ist wohl ein bisschen schon her. Da waren Stadtkinder wohl noch ein bisschen dümmer als heutzutage. Also gut. Was heißt noch ein bisschen dümmer? Vielleicht. Es gibt mit Sicherheit immer noch viele. Ich glaube, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, in welchem. Welcher Art von Gemeinde du oder Stadt du aufwächst. Und dann generell eher, ob du ein bisschen dumm bist oder nicht. So. Alle lila Kühe ist halt schon. Das ist schon stark, wenn man das denkt. Ich meine, gut, woher soll man es auch wissen? Ne? Wenn man es halt nur von der Werbung kennt. Gib doch jetzt! So. Will ich nicht so anstellen. Habe ich kein Wasser geholt. Zack. Zack, zack, zack. Die Folgen sind hier ein bisschen durcheinander, ich weiß. Tut mir auch sehr leid. Aber. Bin irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe so viele Sachen gerade gleichzeitig, die ich hier bauen muss. Da bleibt dann schon mal was auf der Strecke, was meine Gedanken angeht. Ist aber nicht schlimm. Dafür sind wir ja im Minecraft Nostalgie Let's Play, wollte ich gerade sagen. Und dann falle ich hier erstmal in eine Höhle. Warum ist hier eine Höhle, Malaga? Bam, 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 bam. So. Okay. Und das ist irgendwie noch ein bisschen schmal. Und ich kann nur nochmal betonen, wir machen das hier nicht, weil wir Hunger haben. Ich habe so viel Hunger, kann man auch gar nicht. Ja, doch. Fällt mir ein Kumpel von mir ein. Der hat so viel Hunger. Matthias, Grüße. So, okay. Hier die Seite haben wir ja auch noch. Die kommen auch noch komplett mit Karotten. Also das wird schon noch ein bisschen dauern. Bam. Gut ist, wir können sogar schon ein paar ernten. Ich verstehe nicht, dass die so ungleichmäßig wachsen. Vielleicht haben wir schlechten Dünger benutzt. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir so selber hier zuhöre, ne? Ich auf einmal so übel gehypt auf so Farmkack bin. War ich in meinem Leben noch nicht. Jetzt nur wegen Clarksons Farm, wegen der Sendung auf Prime.
Ich meine, finde ich schon witzig, dass das jetzt so ist. Aber ich hätte tatsächlich irgendwie mal Bock, so Landwirtschaftssimulator oder so zu zocken. Wenn es das im Game Pass gibt, mache ich das. Wenn es das im Game Pass gibt, dann mache ich sogar ein Video dazu. Wie wär's? Wenn ihr das wollt, gerne mal einen Daumen nach oben geben. Gott sei Dank gibt nie einer einen Daumen nach oben hier. So, okay. Bam. Machen wir hier noch. Ich weiß, was wir machen. Wir machen das anders. Wir machen das wie folgt. Wartet. Wir gehen jetzt nochmal auf das höchste Level. Muss gucken, wo wir da hochkommen, ohne dass wir irgendwas platt treten. Boah, geh doch mal weg, Feder. So, wir holen uns jetzt nochmal Wasser. Und jetzt machen wir die ganzen Stellen hier noch fertig und beackern das alles schon mal. Und dann müssen wir, wenn wir soweit sind, nur noch die Samen da reinjagen. Und dann sind wir damit auch fertig. So. So. Jetzt wächst aber auch wirklich schon viel. Das ist geil. Das heißt, wir haben sehr viele neue Samen. Ich meine, klar, eins geht halt immer wieder drauf, um die Stelle, wo wir es geholt haben, zu machen. Aber wir kriegen halt insgesamt trotzdem Plus. Und da ist das ein guter Trade. Keine Anlagenberatung. Aber kann ich schon empfehlen. Auf jeden Fall. Es ist eine Empfehlung. Ich mag es. I like the stock. So, hier muss, glaube ich, nochmal Wasser hin. Genau. Und dann können wir hier den ganzen Bereich schon mal machen. Das Gute ist, wenn jetzt mal was nicht perfekt wächst, können wir halt auch mit Bone Meal sogar noch nachhelfen. Weil wir müssen es ja nicht auf Dauer machen. Wir müssen es ja nur einmal machen. Und danach kann es uns egal sein. Du bist ein bisschen nah an der anderen Fackel. Du kommst hier hin. So. Machen wir mal erst hier den Bereich ruhig. Ist nicht. Ist relativ egal, welchen wir machen. Aber hier ist halt schon viel Wasser. Deswegen beackere ich den jetzt auch schon mal direkt und mache hier die Weizendinger hin. So. Nicht schlecht, Herr Specht. Bam. Na, Rot neben Rot war jetzt nicht perfekt. War jetzt kein Glücksgriff. Egal. Die waren noch nicht fertig, also. Zack. Der war aber fertig. Wir kennen das schon wieder nicht. Wir lassen es. Bei Nacht erkenne ich das nicht. Siehst du? Sag ich doch. Der ist fertig. Aha. So, machen wir hier noch Wasser hin. Und ich glaube, das reicht dann sogar, dass wir hier komplett drumrum das machen können. Ja, das reicht. Bam. Geil. Dann haben wir hier das erste, die erste Ebene sogar schon, was das Beackern angeht, fertig. Kollege, ne? Verpiss dich von meiner Farm. Oh, er ist in dem Busch. Weißt du mal, weißt du, wie assi die Büsche sind, ne? Hier, hau ab, du Nutten. So. Weiß nicht, warum ich das jetzt machen musste, aber ich habe es jetzt gemacht. Wir gehen mal eben pennen. Hier ist ja auch unser kleines Feld noch. Das könnten wir eventuell sogar noch ein bisschen ausleuchten. Bisschen dunkel gerade gewesen. Und wir müssen die Tiere killen. Ich habe übel Frame-Einbrüche. Machen wir das jetzt noch eben. Ich habe die in einer der letzten Folgen vermehrt. War ein Fehler scheinbar. Hallo Hund. Oh nein, werden jetzt die Hunde wild, wenn ich da drauf hau. Ja, die kommen da gar nicht rein, oder? Jungs, ich komme mal kurz zu euch. Ja, tut mir sehr leid. Ich kann da nichts für. So. Ihr kostet mich einfach zu viele Frames. Sonst würde ich das ja niemals tun. Ich könnte das niemals mit meinem Gewissen verantworten. Lass mich da raus, du Assi. So. Okay, hier noch ein paar, hier noch ein paar. Okay, noch ein paar Kühe. Ich glaube, die Hühner, das ist der Main. Das Main-Thing, weil guckt euch mal die ganzen Hühner. Ja, ja, es sind die Hühner.
meinem alten PC hätten wir jetzt echt Probleme. Gut, dass ich einen neuen habe. Da hatte Clarkson ein größeres Problem mit als ich, deine Tiere zu töten. Ich bin da ein bisschen eiskalter, Kappa. Guck mir nicht so an, Kuh. So. Warum leckt das jetzt immer noch? Weil hier die ganzen Items liegen wahrscheinlich. Oh, Alter, ja. Das ist sogar noch schlimmer jetzt. Warte mal. Müssen wir eben hier... Das müssen wir mal eben noch bekämpfen. Noch kurz ein Projekt, die Folge wird noch ein Ticken länger. Jesus. Wie viel FPS habe ich denn? 16. Ich habe 16 FPS. Ich habe eine 3080, ich habe 16 FPS. Lass mich in Ruhe. So. Hier noch ein bisschen Fleisch. Ah, ich hätte sogar 15 FPS jetzt gerade. 18, 20. Okay, es geht ein bisschen hoch. Danke. 21. Jetzt noch die ganzen Eier und Federn und so weiter einsammeln. Und dann geht das ja auch voran. Guck mich nicht so an. Blödes Huhn. So. Geht doch. Müssen wir mal ganz kurz hier die Eier loswerden. Guck mal, ich werde die Eier gar nicht los, weil hier so viel Eier auf dem Boden liegen. Ist halt auch irgendwie kontraproduktiv, jetzt die Eier hier wieder reinzuwerfen. Aber, ja, muss ich damit ja machen und man kann kein Omelett damit machen. Das heißt, einfach neue Hühner, die ich dann wieder kill und irgendwann hat man dann halt weniger. Nein, kein rohes Huhn essen. Lass das. So, 21 FPS. Chillig. Gut, okay. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Dann sehen wir uns morgen direkt im nächsten Video. Also macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.